Also ich bin hier nach Chișinău gekommen. Ich muss Ihnen offen gestanden sagen, ich wusste gar nicht, wo liegt Chișinău. Und ich kann Ihnen sagen, das gilt auch für viele in Deutschland. Man weiß bisher noch nicht sehr viel über das Land. Man hat nicht viel darüber gehört. Aber nachdem ich also hier gewesen bin, eine gewisse Zeit später, war mir klar, dass es ein europäisches Land ist. Junge Leute, die sich vorstellen, dass sie ihre Zukunft in einer sicheren Umgebung planen, in einer Umgebung, wo sie ruhig und wo sie in einem gewissen Wohlstand leben können, werden immer sagen, sie wollen sich nach Europa wenden. Und ich denke, das Modell Europa ist auch ganz besonders gerade auf die Jugend zugeschnitten. Jugendliche kennen ohnehin keine Grenzen mehr. Die wissen nicht mehr, wo ist Ost, wo ist West. Durch die Kommunikationsmittel, die es gibt, durch Internet, durch alles, was heutzutage ganz normal ist, ist man miteinander vernetzt. Und Europa bedeutet auch vernetzen, bedeutet integrieren. Und so denke ich, dass, und ich habe auch mit den Kontakten, die ich mit Moldauern hier habe, den Eindruck gewonnen, dass im Grunde genommen niemand richtig nicht nach Europa will, sondern alle haben dieses Modell. Thank you.